Ja. Ja, wenn die meinen. Schön. Ich find's nicht. Auch egal. Dann ist meine Unzufriedenheit unzufrieden. Nein, meine Stimmung hier der Leute unzufrieden. Ich könnte auch mal mein Wegenetz ausbauen. Das stärkt die Handelseinkommen, da schnellere Transportwege sind. Sonst noch irgendwas zu bauen? Hebt es die Stimmung? Nein. Was habe ich hier? Nein, das brauche ich nicht. Polen. Mit Polen bin ich doch im Krieg. Ah, angreifen. Ach, die haben billige Einheiten. Wirklich gegen die zu kämpfen lohnt sich eigentlich jetzt nicht. Deshalb mache ich auch mal automatisch ausführen. Ja, ich habe gewonnen. Ich dachte es mir eben schon fast. Was? Wieso ziehen die sich zurück? Nein, es darf nicht sein. Ja, könnt ihr gleich hier angreifen? Die wollen es echt nicht anders, oder? Tja, dann muss ich halt nochmal angreifen. Na, mein Hals. Nochmal angreifen. Hurra! Endgültig besiegt. Dann kann ich mit den Einheiten zurück in meine Stadt. Da die Unzufriedenheit sonst steigt. Und die schicke ich auch wieder zurück. Damit die Leute doch wieder ein bisschen zufrieden sind. Und ändert sich aber nichts. Schade. Den Typ hier. Ach, die haben ja noch einen anderen Glauben. Und zwar Katholizismus und Orthodox. Das soll natürlich beides, ich sag mal, ausgelöscht werden. Denn wir brauchen ach so, ist gar nicht meine. Scheiße. Protestantismus, damit die Leute ja besser zufriedener sind. So. Kann ich hier Leute verbinden? Nein. Rekrutieren. Nicht so wirklich gute Einheiten. Tja, dann. Ach ja, hier zum Beispiel kann ich die ganzen Leute wieder auffrischen, dass sie volle Anzahl haben in einer Armee-Gruppe. Acht, ja. So, jetzt sind alle eigentlich auch wieder vollzählig, bis auf die zwei, aber das geht. Dann gucke ich mich doch mal um, ob ich irgendwas jetzt verbessern kann. Was mir auch wirklich was bringt. Bayern, mit denen bin ich doch im Krieg. Nein, im Frieden. Lustig. Österreich, mit denen bin ich aber im Krieg. Hier anzugreifen wird sich nicht lohnen, aber wenn die hier meine Hauptstadt angreifen wollen, also meine Provinzhauptstadt, dann hätte ich auch keine Verteidigungschancen, deshalb gehe ich doch da mal hin. So. Kann ich eigentlich irgendwas hinbauen? Eine Stadtmauer, aber da bräuchte ich mehr Geld und ich habe nicht so viel. Tät wahrscheinlich viel zu lang dauern. Deshalb baue ich das eben doch nicht. Aber Forscht wird bei mir auch sehr langsam alles. Was sind meine ganzen Ländereien? Da oben. Hier habe ich auch noch ein Vor mit einer kleinen Einheit drin. Bauernhof. Wo ist meine Hauptstadt eigentlich hier? Ist das die hier? Ah, die ist ja winzig. Wachstum. Das Wachstum könnte ich natürlich beschleunigen, indem ich das auflevel. Hochlevel. Dann dauert es nicht so lange, bis die Stadt aufsteigt.
Ja, Andi ist unterwegs. Gut, dann bin ich doch gar. Ja, doch, ich bin verletzlich hier schon im Spiel. Also. Hier Einheiten rekrutieren. Und dann die dahin schicken. Könnte ich auch noch die dahin schicken. Was? Die schaffen den Weg nicht. Was denn das für welche? Oh nein. Sind nicht so dumm. Ach toll, hey. Eure Befehle, Majestät? Ach so, das geht nach einzelnen. Ach man. Kann ich die auch so auswählen? Nein. Ich möchte nämlich nur ein paar. Bereit machen und Naja, Befehl dann wartet erwarten. der halt hier und dann schicke ich. Dorthin billige Einheiten. Bereit machen! Wie zum Beispiel die. Und die. Ich weiß nicht, Sofort! wahrscheinlich mache ich jetzt hier irgendwas falsch. Sind noch beide da rein. So. Jetzt geht er in der nächsten Runde dahin. Die zwei gehen da rein und die zwei treffen sich da und gehen dann dahin. Oder sie sollen sich nicht treffen, einfach dahin laufen. Auch gut. Hier werden eh neu ausgebildet. Mehr Geld habe ich gerade nicht zur Verfügung. So. Und das hier, wenn ich natürlich einnehmen tät, wenn mein Land auch größer, das stört hier schon ein klein wenig hier drin. Nicht nur ein klein wenig, nein, stark. Aber da brauche ich hier oben mehr Einheiten, um die hier hinzuschicken, weil. Oder hier? Weil wenn ich die hier abziehe, dann werde ich sofort auch von Österreich angegriffen. Oder im Fall eines Angriffs hätte ich keine Chance hier mit der Stadt. Deshalb mache ich das mal nicht. Und ja, an der Stelle würde ich mich von euch verabschieden. Schaut doch bei der nächsten Folge zu und ciao.